Halli, hallo, hallöle und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Foundation. So wie ich das gerade verstanden habe, kam tatsächlich noch ein neues Update auf den Markt quasi. Ja, müssen wir mal gucken, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, ob das jetzt ganz, ganz neu ist oder ob wir das schon kennen. Weil in dem Update stand auch drinne, dass wir die Münzen jetzt nicht mehr über den Markt verdienen, sondern tatsächlich jetzt über die Besteuerung. Da gab es auch einen Kommentar, dass ich doch gerne... Oh je, nee, so viele Leute, die zurückkommen. Dass ich doch tatsächlich... Okay, muss ich mich gleich mit auseinandersetzen. Ich wollte gerade erst mal erzählen, dass ich doch tatsächlich einen Steuereintreiber einstellen soll, aber wir haben ja bereits zwei. Was ist mit dem? So, ja. Alles gut? So. Also. Große Halle. Verwaltet die Mandate des Dorfes und empfängt Abgesandte. Multipliziert den Prunk der Gebäudeteile mit 2. Erlaubt euch, Mandate vorzubereiten und abzuschließen. Erlaubt es euch, Dorfbewohner in einem höheren Rang zu befördern. Okay. Da kommen jetzt eine ganze Menge Leute wieder zurück. Mandat auswählen. Ah, okay. Jetzt können wir endlich einen Vogt einstellen. Nee, können wir nicht. Nee, stimmt. Da war ja was. Ja, okay. Würde Dorfbewohnern einen höheren Rang. Das möchte ich aber gerade nicht machen. Sondern... Ich weiß gar nicht... Zack. Ich glaube, man kann das alles nicht mehr ändern im Nachhinein. Nein. Man kann tatsächlich... Wir haben ja irgendwie 30.000 Schatzkammern, gefühlt. Die kann man tatsächlich nicht mehr zu einem Steuerbüro ändern. Jetzt interessiert mich natürlich, wenn ich hier jetzt noch etwas ranbastel. Nebengebäude ohne Funktion. Hallo? Kämmerei. Ah, eine Kämmerei. Daneben Bau. Das ist, glaube ich, das, was gemeint war. Steinhalle. Dann sitzt er da mitten in der Brauerei, ne? Das ist jetzt auch nicht so gut. Das ist auch. Machen es mal da. Ich glaube, da fällt es am wenigsten auf. Steht natürlich da ein bisschen hervor, aber das ist noch in Ordnung, weil dann sitzt er nicht mitten in der Brauerei. So, bauen wir jetzt mal. Dann Steinmetze haben wir mittlerweile 5. Da wurde nämlich auch gesagt, dass ich mit 2 Steinmetzen nichts werde. Jetzt haben wir mittlerweile 5. Könnten mehr sein, aber ich habe hier hinten einfach keinen Platz mehr. Und ich möchte die ungerne woanders hin machen. Warte mal, vielleicht... So weg, Steinmetz. Dass wir nachher kein Holz mehr haben. Aber Holz ist nicht so schlimm. Holz haben wir genug. Bauen wir das hier hin. Zack. Haben wir noch einen weiteren Steinmetz. So. Was könnten wir noch machen? Also, wir gucken erstmal, wie das hier beim Kloster aussieht. Kloster wird gebaut. Ach, guck mal, wir brauchen nur noch, ja, ein paar Steinchen. Nur noch irgendwie 149 Steinchen. Dann haben wir das auch. Hiervon brauchen wir auch nochmal Steine, aber die haben wir. Das ist nicht das Problem. Die holen sie wahrscheinlich später, wenn sie so weit sind und die brauchen könnten. Was hatten wir hier noch gebaut? Ach ja, die Goldschmelze. Haben wir Gold? Ungenügende Unterkunft. Ja, die sind ja echt witzig, die Leute, weil die bauen ihre Unterkünfte selber. Kann ich nichts machen. Aber, guck mal, hier ist auch noch genug Platz frei. Hier hinten wäre auch noch Platz. Die suchen auch noch Nachbarn hier hinten. Könnt natürlich auch sagen, komm, wir machen hier hinten nochmal
Wir kaufen das, aber wir haben halt nicht so viel Geld. Dafür wird ja jetzt unser Vogthaus angebaut. So. Ja, unser Gutshaus. So. Wir können aber auch nur 2 Steuereintreiber einstellen. Aber vielleicht, wenn das Gebäude hier angebaut wurde, ne? Vielleicht. Vielleicht können wir dann mehr Steuereintreiber einstellen. Ich gucke mal. Auf jeden Fall setze ich jetzt eigentlich eher Priorität, nicht unbedingt die Goldschmätze, deswegen. Ich brauche 500 Talas, die haben wir noch nicht. Aber im Moment setze ich eher Priorität auf das Gutshaus hier. Und halt. Euer Kömmling nähert sich eurem Dorf. Und halt tatsächlich nachher hier auf das Kloster. Aber beim Kloster soll es auch einige neue Funktionen geben, so wie ich das da in der Update-Beschreibung gelesen habe. Aber wir haben ja noch kein Kloster. Ich weiß es nicht. Was mich ein bisschen ärgert ist, ich weiß nicht, ob er das automatisch gemacht hat. Wir hatten das doch aber doch nicht so eingestellt. Wir hatten das doch hier auf einer Höhe, oder nicht? Deswegen haben wir das doch hier ein bisschen höher gemacht. Bin ich der Meinung. Jetzt, sieht so aus. Obwohl hier natürlich voll der Abgrund ist quasi. Hätte man das ein bisschen niedriger machen. Aber na gut. Die kommen ja trotzdem rein. Warte. So. Und hops. So. Also. Hiermit ist auch eigentlich nichts mehr, ne? Nö. Rohstoffe fehlen, wofür? Für die Kerzenzieherei. Ja, wir haben kein Wachs mehr. Oh, Jemini, warte mal, wir müssen auch unbedingt... Genau. Wir haben doch hier genug Leute. Zack. Oh, der hat kein Schwert. Zack, kriege ich aber. Das ist nicht das Problem. Zack. Schickt die nämlich immer ganz gerne los. Die schicken ja regelmäßig... Also es ist quasi eine feste Einnahmequelle. Kann man mit einplanen, ne? Im Haushaltsbuch quasi. Als feste Einnahmequelle. So. Mit extrem schwer. Warte mal, lass uns das erstmal machen. Dann kann ich nämlich hier schön die Ritter losschicken. Mache ich nur 4 oder mache ich... Ich mach 5. Er hier kann auch gerne... Guck mal, die Ritter dürfen hier auch gerne so ein Speer haben. So. Sehr einfach. Mittel, das ist alles nicht das Problem. Das sollten wir hinkriegen. So, guck. Mittel. Zack, zack, zack. Und sehr einfach. Ja, das kriegen wir hin, oder? So, ein Neuankömmling bittet um Audienz. So, ihr dürft gerne dazukommen. Gar kein Problem. Jetzt haben wir natürlich 2 Leute, die arbeitslos sind. Einmal machen wir einen 95. Soldaten. So viele Soldaten, ne? Genau, den Bau haben wir pausiert. Damit das hier vorangeht. Schnapp. Guck mal, die bringen auch schon schön was. Ja, die brauchen natürlich auch wieder behauene Steine. Ja, das wird eng im Moment. Aber na gut. Den Rest haben die. Die haben nur keine behauene Steine. Aber... Und hier haben die... Ah, warte mal, da müssen wir nochmal ein Steinmetz hinzufügen. So. Sind denn hier auch überall Steinmetze hinzugefügt? Ja. Okay. Mission erfolgreich.
diese. So, Dörfchen wird immer voller, ne? Und noch immer reicht eine Mühle aus, ne? Also, das finde ich immer noch. Ja, komisch. Okay, alles klar. Lagerplatz voll. Köhlerei. Achso, hat genug Kohle. Alles klar. Ich habe auch genug Kohle. Na gut. Dann, ist gut. Vielleicht sollte man eine weitere Schmelzerei herstellen. Warte mal, wo sind denn hier die... Da? Eisenschmelzer. Der sagt, angeblich hat er kein Eisenerz mehr. Aber wenn ich hier so gucke, hat er mehr als genug Eisenerz. Wir sollten eine weitere Eisenschmelze machen. Ist wichtiger als die Goldschmelze, definitiv. Eisenschmelze. Schmelze. So, die machen wir hier direkt daneben. Konkurrenz, belebt das Geschäft oder wie war das? Guck mal hier, den können wir eigentlich auch. Stimmt, da hatten wir nur darauf gewartet, dass das Holz endlich entfernt wird. Ja, genau. So, hätten wir das. Dann genügende Unterkunft. Ja, da kann ich halt nun mal nichts für. Das kann ich leider echt nicht ändern. Also, ich weiß nicht, warum sich denn da beschwert wird. So, wie sieht das hier aus? Behauene Steine läuft. Mit Stück für Stück. Angeschleppt quasi. Ah, die sind hier aber ordentlich am Arbeiten. Warte mal, hier. Steine haben sie. Aber halt keine behauene Steine. Aber ganz im Ernst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steinmetze haben wir mittlerweile. Ich weiß nicht, wo deren Problem ist. Ich weiß nicht, was sie den ganzen Tag machen. Das machen sie den ganzen Tag. Steine hauen, aber irgendwie nicht so erfolgreich. Vielleicht müssen sie auch erstmal eine Theorie. Die Steine sind ja so klein. Ja, man sieht sie ja ganz gut. Die Steine sollen aber nachher so groß werden. Vielleicht müssen sie die erstmal irgendwie zusammenkleben oder so. Da, so groß sollen die werden. So ein Stein passt ja nicht mal in diese Kiste rein. Also meine Theorie ist, dass sie die erstmal zusammenkleben müssen. Damit, wie auch immer die das machen. Das ist ein Geheimnis, glaube ich. Familienrezept oder so. Und die Theorie ist dann, dass das so lange braucht, vielleicht irgendwie mit einem Harz und dass es dann halten muss und trocknen muss und aushärten muss und so. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Steinmetz. Und das dauert so lange. Oh, eine neue Geschichte kann gehört werden. Oh, Heldenmut. Ah, okay. Auf dem Schlachtfeld. Eure siegreichen Mannen bringen Geschichten ihrer Abenteuer fern der Heimat mit. Wie dieser einen riesigen Gegner bezwang, wie andere einem furchtbaren Ansturm mitten in der Nacht zuschlugen und wie jener das Wettessen gewann. All diese Geschichten erfreuen euer Volk sehr schön. Positive Geschichten gefallen mir, aber manchmal hat man auch so ganz viele negative und dann sind sie alle unzufrieden. Und dann kommen sie natürlich auch alle auf einmal, die ganzen negativen Geschichten. Ach so, aber hier wird gebaut, ne? Ach so, ja gut, aber da brauchen... Ah, okay. Wir brauchen nur normalen Stein, keinen behauenen Stein. Deswegen können die auch schon bauen. Alles klar. Wir brauchen neue Leute, fällt mir gerade auf. Ja, oder wir müssten ein paar Soldaten abziehen. So. Einfach. Ja, komm. Zack. Den können wir gleich mal mitnehmen. Und noch so ein Zack. Der nächste darf gerne. Verwundet. So. Einfach. So. Kaufleute eskortieren. Zack. So. Sind immer schön unterwegs.
Was ist das? Da kommt jemand. Und möchte uns eine Nachricht überbringen. Hallöchen. Ich hoffe, keine schlechte Nachricht. So. Oh, warte mal. Seit wann wird denn das hier... Marmor? Stimmt, wir haben jetzt das Marmor-Dings, ne? Skulptur. Wollten wir deswegen nicht die Goldschmelze machen? Warte mal, hier ist doch die Bauhütte. Genau, da fehlen Goldbarren, das war das. Ein Neuankömmling bittet um Audienz. Ihr dürft gerne... unserem Dorf beitreten. Das hört sich an wie der Sekte beitreten. So, wie sieht das hier eigentlich aus? Stimmt, das Marmorvorkommen, ne? Also hier das Marmorbergwerk, nennt man das so. Das habe ich völlig vergessen. Es ist da, aber das war's auch. Ich wusste gar nicht, dass wir noch Marmor haben. Na gut, egal. Wie sieht das hier aus? Die sind dabei. Ein behauener Stein fehlt. Oh, wir haben aber behauene Steine. Also, das ist jetzt nicht das Problem. Aber jetzt ist wahrscheinlich wieder das Problem, dass die nur herkommen, dreimal gegen die Wände klopfen. Ja, und das war's dann. Hör ich hier oben Wind? Ich glaube, ich höre hier oben Wind. Interessant. Eisenerz für die Bonnegans. Die Bonnegans sind auf der Suche nach Eisenerz, um einem benachbarten Dorf zu helfen. Einer ihrer Kaufleute hat eure Mine bemerkt und möchte ein Angebot unterbreiten. 100 Stück? Wie viel haben wir denn? Weiß ich gerade nicht. Ich bin verdammt blind gerade. Ich sehe es nicht. Oder ist es wirklich nicht aufgeführt? Kann ich das hier sehen? Ressourcen? Ja, das kriegen wir hin. Das machen wir. Ja, das Risiko gehe ich nicht ein. 10%, das Angebot verbessert sich. 90%, das Angebot verschlechtert sich. Nee, das Angebot gehen wir nicht rein. Gehen wir nicht ein. So. Zack. Den Zug zu Vogt zu weisen, ja. Ihr habt die Waren rechtzeitig geliefert. Der Kaufmann dankt euch dafür und verspricht, ein gutes Wort für euch einzulegen. So, das hat auf jeden Fall Münzen gebracht. Das ist gut. Element im Bau. Alles klar. Das ist hier wirklich nicht mit drin, ne? Also, doch. Na gut. War ich halt blind. So. Hier muss wirklich nur gebaut werden. Und das ist mitten in der Stadt. Also die haben auch keine Ausrede, dass das so weit draußen ist. Dass sie quasi erstmal den ganzen Weg hierher laufen müssen. Es ist mitten in der Stadt. Also, naja. Gut. So, wir haben noch 2 arbeitslose Bürger. Ich würde, oder Leute... Ich weiß gar nicht, sind die schon Bürger? Wahrscheinlich nicht. Ich würde die nachher aber gerne hier in einem Eisenschmelze. Dafür muss man mindestens gemeiner sein. Das sind nur Leibeigene, ne? Dann müssen wir definitiv Leute befördern. Liste öffnen. Also gerade haben wir ja noch Geld. Die Arbeitslosen befördern, das wäre doch mal was. Was ist das? Träger. Vogt. Witzig. Sortieren nach Beruf. Aber hier ist kein Arbeitsloser, oder? Die haben alle einen
Beruf. Wenn sie nur Träger sind. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Die Leute hier, die Arbeitslosen. Beruf arbeitslos. Was ist sie denn? Leibeigene. Aber Moment mal, sind Leibeigene, brauchen die jetzt auch ein Haus? Ist das das Problem im Moment? Also die haben doch vorher kein Haus gebraucht. Ach so. Alles klar. Warte mal hier. Kommen die immer noch nicht hinterher? Ach komm. Wir priorisieren das jetzt mal und dann gucken wir mal. Das kann doch nicht sein. Alles andere wird nicht gebaut. Ja doch, doch. Die Eisenschmelze wird noch gebaut, ne? Warte mal. Hier. Die hier. Aber auch da könnten die schon lange fertig sein. Wie sieht das eigentlich hier aus? Ach so. Kranlager. 870 was? Okay. Auch hier haben wir genug Stein. Das zählt aber noch nicht dort. Okay. Eisen. Werkzeuge haben wir genügend. Also wir haben davon genügend. Ja genau, 279. Da dürfen die sich nicht beschweren. Warte mal. Waren da schon die ganze Zeit die Häuser? Brauchen jetzt tatsächlich auch die leibeigenen Häuser? Das weiß ich nicht. Haben sie das geändert? Mission erfolgreich. Sehr schön. Zack. Ungeziefer jagen. Da können hier auch die ungeübten Leute mit. Davenport reparieren. Na gut, ich habe hier nur noch. Soldaten, nicht Ritter. Erbstück, Kopfgeld. Ein Adliger behauptet, sein wertvolles Erbstück sei gestohlen worden und bietet demjenigen eine beachtliche Menge Münzen, der es von den Dieben zurückholt. 100%. Zack. Geldbelohnung gibt es da, sehr schön. Das kann man immer gebrauchen. Ich glaube, unsere Bäcker kommen auch nicht so richtig hinterher, ne? Aber es macht jetzt auf jeden Fall definitiv Sinn, die Förderung und so. Die machen auf jeden Fall Sinn jetzt mittlerweile. Das war ja vorher immer so ein bisschen nur, um Sachen freizuschalten. Aber die brauchst du ja jetzt, musst ja schon so ein bisschen taktisch denken. Weil du kannst nicht das komplette Geld rausballern. Weil dann hast du halt kein Geld mehr. Und vor allem musst du den Leuten ja auch wirklich alles bieten können. Wenn sie dann nachher befördert wurden. Weil hier so die Leibeigenen haben halt kaum Bedürfnisse. Dann kommt halt der Gemeiner, der hat nachher noch mehr Bedürfnisse und ganz zum Schluss der Bürger. Genau, und dann passiert nämlich sowas. Ne, dann Luxusgut möchte unbedingt haben, Nahrung, Komfort, Waren. Rein theoretisch muss er eigentlich nur auf den Marktplatz gehen, dann kriegt er alles, aber anscheinend will er das nicht. Beziehungsweise der Marktplatz ist, warum ist der Marktplatz leer? Aha. Okay.
Hier können wir noch einmal wieder Erbstück Kopfgeld machen. Zack, zack. So, wie hier wird jetzt fleißig gebaut. Ich hoffe, die macht... Doch, sie bleibt schon ein bisschen länger. Als wie wir es gewohnt sind. Aber man hätte sie auch zu Ende bauen können. Aber nein, das geht doch nicht. Feierabend. Ne? Oh, hier ist aber... Ah, guck mal hier. Wir haben leider keine Gemeine. Gut, wie machen wir das? Also... Bevölkerung. Einmal hier. Wir könnten Leibeigene bei Gemeiner mal gucken. Muss der Bauer. Der muss kein Gemeiner sein, ne? Er ist verschwunden. Okay, okay. Der könnte rein theoretisch auch in der Eisenschmelze arbeiten. Genauso wie der. In der Eisenschmelze arbeiten kann. Sehr gut. Dann sind die beiden Jobs belegt. Hoffe ich, dass das so einfach geht. Es war noch gerade gemeiner, oder nicht? Ewig. Einge... Eisenschmelze. Geronima habe ich auf jeden Fall in die Eisenschmelze eingeordnet. Arbeitsplatzanzeige. Ach so, okay, weil er noch nicht... Er macht seine Arbeit erstmal zu Ende, finde ich vernünftig. Okay. Alles klar. Nee, dann kommen die automatisch. Wenn sie ihre Arbeit erledigt haben, ist okay. Dann können wir nämlich hier... Zack. Wir haben noch zwei Leute über. Zwei, okay. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine weitere Eisenschmelze, die aktiv ist und betriebsbereit ist. Sehr gut. So. Wie sieht's hier mit den Eisen, mit den Steinmetzen aus? Das sieht auch relativ gut aus. Sie sind dabei. Und wie sieht das hier aus? Also richtig läuft das noch nicht, ne? Gut, ich glaube, diese Folge wird das nichts. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.